Halbmarathon. Wir sind über der Hälfte, jetzt geht's nur noch runter. Jo Leute, was geht? Es ist 6 Uhr morgens. Wir rennen heute einen Marathon in Zürich. Mal gucken, was wird. Aber den Käse, ihr seid ja so bekannt für euren Käse. Habe ich heute ein Frühstück probiert, der war ganz normal. Digga, ich will hier nur joggen und die redet über Käse. Was ist das? Bechermüschen. Sag mal Bechermüschen. Nein. Bechermüsli, Ananassaft und Pancakes. 8 Uhr morgens, 3 Grad, Regen, Schneeregen sogar. Aber das ist ein Gewinner-Marathon-Frühstück hier. Die zwei traurigen Pancakes. Wir wollten kurz aus dem Zimmer gehen, jetzt haben wir unsere Karte verloren. Verloren? Du hast sie im Zimmer vergessen. Im Zimmer verloren. Yeah! Ja, ich habe mir alles reingeballert, wirklich. Ernährungsergänzungsmittel, Magnesium, Elotrans, die ganze Zeit Wasser, viel trinken vorher. Aspirin vor dem Marathon, dass das Blut ein bisschen verdünnt wird. Ich weiß nicht, wie legal das ist, aber für mich ist es legal, weil ich kein Profi bin. Deshalb darf ich das machen. Es kracht komplett. Kurze Hose. Ey, sieht aber gut aus, das Outfit. Ja, ja, sieht gut aus, ne? Zeig mal, spann mal an. Ich hab auch. Guck mal hier. Damn. Ist gut, es kommt gut, ja? Soll ich die seitlichen noch? Siehst du? Wir machen jetzt noch Wim Hof Breathing, bevor wir losgehen. In den Bauch, ja. Dann in die Lunge und dann in den Kopf. Also, es ist wie so hier, gefühlt. In, out. Fully in, letting go. Oh, you feel your body temperature is changing. That's okay. Shoutouts to Wim Hof, Bro. Oh. Ich glaube, Frege ist zum ersten Mal schneller als wir. Good morning. Bist du wach? Ha? Bist du wach? Ja, es geht so. Ja, Digga, ich bin komplett am Träumen. Aber beim Marathon laufen sich viele warm. Ja. Was ich bis heute nicht verstehe, weil ich laufe mich doch beim Marathon warm, dann spare ich mir ja die Strecke. Also, das ist ja voll smart. Ja. Hä, seid ihr dumm? Die ganzen Angeber, die sich warm laufen, die holen wir bei Kilometer 34 ein. Die ganzen Angeber, die sich warm laufen, die holen wir bei der Aftershow-Party nach Bier 7 ein. Ja, da werden wir ganz vorne mit dabei sein. Aber es ist schon Adrenalin jetzt. Ja, ja, ich spür schon. Achtung, das ist eine Laterne. Also ich habe gestern Abend noch meine Unterhose geföhnt. Das Wichtigste ist einfach, keinen Durchfall zu haben. Ey, viel Erfolg euch. Viel Erfolg. Ey, ihr macht das. Ihr habt geil trainiert. Gebt Gas. Wir sehen uns im Ziel. Spätestens im Ziel, ja. Ich muss aufs Klo, aber da ist eine Schlange. Leute, es geht los in 5 Minuten. Wir haben für das trainiert die letzten 2,5 Monate. Mal gucken, was wird. Ich hoffe, wir schaffen es. Aber ich glaube, wir werden das schaffen. Ich habe ultra Bock. Ich bin hyped. Ich bin auch gut nervös. In diesem Sinne, vielen Dank, On. Es geht los. Jetzt fängt das an. Ready? Ich fühle mich gut, ich fühle mich wirklich gut. Das war Adrenalin. Aber Adrenalin ist wichtig für sowas, geil, glaube ich. Ja, muss, das trägt dich auf den ersten 12 Kilometern und dann nicht mehr. Also wir haben jetzt so eine halbe Stunde ohne Regen und dann regnet es einfach bis zum Ende vom Marathon durch. Nee, wie Digga. Vielleicht nicht. Ja, ich wollte ein bisschen dramatisch. Ja, okay. Tschüss! Es ist losgegangen! Marathon 2024 Zürich, es geht los! Wir dachten, wir haben noch Zeit und dann sind plötzlich alle losgerannt, dann müssen wir reingehen. Hey! Endlich, wir sind drin. Hallo! Ja, Gott schlacht mit dem Fatti! Let's go! Kilometer 6. Alles noch gut, wir werden langsam warm, weil man sagt, der Halbmarathon ist nur zum Warmwerden. Dann wird's hart. Nee, alles gut, wie geht's dir? Die Knie sind langsam da, die kommen langsam. Als wir bei On durchgejoggt sind, die haben so supported. Das bringt actually was, das macht ultra Laune. Shoutouts, Zürich Bahnhofstraße. Hallo. Ich schaue und sag's dir auf dem Rückweg. Was zu trinken? Was geht ab? Oh mein Gott, der hat einfach von meiner Flasche getrunken. Das ist crazy. Das ist so geil. Yeah. Ey, guck mal meine Beine und wie geil die aussehen. Die haben so einen Pump. Spritzige Beine. Da ist der Zürichsee und wir rennen jetzt 10 Kilometer in diese Richtung und dann 10 Kilometer wieder zurück. Digga, das motiviert so crazy. Wasser und Power Gels da unten. Halbmarathon. Wir sind über der Hälfte, jetzt geht's nur noch runter. Geil. Let's go. Und es regnet ja. Halbmarathon, let's go. Baby. Let's go. Sorry. Let's go, Guzman. Let's go. Und jetzt kommt dann Frege. Ja. 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 Oh. Hey, Jungs, wie geht's euch? Halbmarathon. Hey. Aspirin. Hey, guten Lauf.
Wir sehen uns! Let's go! Yeah! Es regnet, aber wir haben den Halbmarathon. Die Hälfte ist durch. Jetzt noch 2 Kilometer in diese Richtung. Alles zurück nach Zürich. 30 zu. Jetzt wird gebissen. Was jetzt? Macht euch! Wir holen uns das Ding. Let's go! 30 Kilometer. 30 Kilometer. Ich spüre die Beine, aber es geht eigentlich, es geht. Kilometer 40, noch 2 Kilometer. Das geht uns eigentlich in Umständen? Entsprechend eigentlich ziemlich gut. Relativ gut. Wir haben aus irgendeinem Grund angezogen in den letzten Kilometern. Wir rennen jetzt gerade so eine 5,45er Pace und wir sind gestartet mit einer 6,30er Pace. What the fuck? Kilometer 20 war für mich der schlimmste, ich weiß nicht wieso. Ja. Das war ein bisschen random heute. Egal. Endspurt. Ah, das ist ja. Jetzt kommt gleich Ali und Maelo und dann laufen wir zusammen ins Ziel. Wir haben gleich ihren ersten Marathon. Stefano, Schoko, Dara, Sanko, Eva, Wilhelm. Digga, holy shit. Yes. Auf euch. Wir reden nachher. Oh, so. Max ist einfach heute 30 Kilometer mit Rollerblades gefahren. Aber Max auch rückwärts gefahren, hat gefilmt. Das war, und einmal ist in niemand reingefahren. Und du bist im Windschatten von Max gelaufen. Hey. Woher weißt du das? Hat er mir gesagt. Ja, Digga, das war das Beste. Das war eine gute Taktik. Ja, klar. Zum Marathon habe ich gemerkt, es gibt mir so, wie sagt man dem, das Vertrauen in die Menschheit zurück. Weil da stehen einfach so Menschen alleine auf der Seite von der Strecke und schielen dich so an. Ja. Ohne, dass die filmen, ohne, dass sie irgendwas davon haben. Einfach, weil die Bock haben, die denken sich so, ja, heute gehe ich zum Marathon und feuer die Leute ein bisschen an. Ultra geil. Das ist einfach ein durch und durch so positiver Vibe da. Ja, wirklich. Und die Leute sind einfach korrekt. Aber ein Girl war richtig nice und die hatte so ein Schild. Run if you think I'm hot. Hast du die gesehen? Nee. Run if you think I'm hot. Und die war wirklich. Die war wirklich sehr, sehr schön. Auf der rechten Seite. Auf der rechten Seite, ja. Ja, die war, ich habe so gedacht, ja, da muss ich nicht mal rennen. Jetzt ist nur noch Fokus auf Megapark nächste Woche. Mallorca. 4 Tage lang Opening. Leute, was geht? Ich bin jetzt Marathonläufer. Beine gehen eigentlich, also ist nicht schlimmer als im Training beim 32-Kilometer-Run, aber Digga, was war das für eine kranke Scheiße? Stimmung war geil. Ich dachte so bei Kilometer 16, dachte ich mal so kurz, oh shit, das Ding ziehe ich nicht durch, weil irgendwie die Muskeln im Oberschenkel haben so zugemacht und ich dachte dann so, ja, wenn jetzt das noch schlimmer wird, dann werden die letzten 20 Kilometer, was ultra viel ist, ultra schwer. Komischerweise sind Maelo und ich ab Kilometer 30 immer schneller geworden. Wir sind gestartet, beziehungsweise unsere Taktik war, mit einer Pace von 6,30 zu rennen und dann werden wir halt hinten raus ein bisschen langsamer so. Aber möglichst über den ganzen Marathon die gleiche Pace zu halten, weil das irgendwie für den Rhythmus geil ist und sich gut anfühlt. Aber komischerweise sind wir dann ein bisschen schneller geworden und dann war so ein Dude neben uns und wir haben den so gefragt, jo, was für eine Pace rennen wir? Und der so, oh, wir rennen gerade eine 5,40er Pace. Das heißt, wir sind pro Kilometer 50 Sekunden schneller geworden ab Kilometer 30 und haben das bis ins Ziel durchgezogen. Ich weiß auch nicht wie. Regen war gar kein Problem, hat wahrscheinlich so ausgesehen, aber es war so, beim Rennen war das so, du dachtest so, boah, Digga, ich bin gerade Rock hier im Film und so und ich pushe mich jetzt hier durch. In diesem Sinne, vielen Dank an On für die Kooperation. Hat sehr, sehr Bock gemacht. Es war geil, so ein Ziel zu haben. Bei jedem Run, ey, ich laufe für diesen Marathon, ich mache das für diesen Marathon. Und ja, der ist jetzt vorbei, deshalb gehe ich nächstes Wochenende nach Mallorca und baller mich komplett weg 4 Tage lang beim Opening. Das wird sehr, sehr geil. Vielen Dank an On, vielen Dank an Can fürs Filmen. Daumen hoch, vielen Dank an Maelo, Frege und alle Leute, die hier waren. War ultra geil. Wir sehen uns beim nächsten Video. Lasst ein Like da, beziehungsweise wir sehen uns beim New York Marathon. Wenn die Schweiz es nicht geschissen kriegt, sie